Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch den Jagdauftrag Schrecken der Sonnenanbeter. Anzunehmen am Galdinkai in dieser Hütte, sage ich mal, beziehungsweise Lokal, Restaurant, wie auch immer, bei der Bedienung. Das mache ich jetzt gleich mal. Willkommen zurück. Was möchten Sie gerne bestellen? Jagd. Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Jawohl. Schrecken der Sonnenanbeter. Für diesen Jagdauftrag würde ich euch empfehlen, ein Großschwert auszurüsten, beziehungsweise schauen, ob ihr bei den Großschwender was Effektiveres habt als den Bichhänder. Einfach mit der 1 nach rechts scrollen und ich habe die Masamune gefunden anscheinend. Die macht mir Schaden, weil die Gegner machen extrem viel Schaden und ihr solltet euch nicht lange in der Nähe von denen aufhalten. Das heißt, ihr solltet viel mit Punktwarps arbeiten. 1-2 Schläge machen und dann gleich wieder wegwarpen. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch mein Video irgendwie hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und oder abonnieren, würde mich sehr freuen, was eventuell auch euch hilft, ist, wenn ihr die Videos teilt. Da schauen mehr Leute auf meinen Kanal, die eventuell Fragen beantworten können, die ihr stellt. Je größer die Community, desto mehr Hilfe, würde ich sagen. So, ich rüste das Großschwert aus. Und auf geht's in den Kampf. Bald klingelt die Kasse, Leute. Wir sind in der Unterzahl. Wir bringen sie einen nach dem anderen. Und weg. Ohne Strategie platt machen. Und wieder Punktwarp. Attacke. Und wieder weg. Ich bleib kurz hängen, damit ich Leben wiederherstelle, weil das geht ja, wenn man so hängt, automatisch. Und wieder Punkt war. Wie ihr seht, gehen die Gegner ganz gut runter. Oh, Prompto. Super Tank, Prompto. Und weiter geht's im Angriff. Wie ihr seht, klappt das ganz gut. Hoppa. Was ist jetzt passiert? Ein bisschen hängen. Oh, ich habe zu lange dran gestanden. Das nenne ich kurzen Prozess. So, 2 von 3 habe ich schon. Und weg. Nichts blocken. Niedergeworfen ist auch immer prima.
Jagdziel erlegt. Sind Schalentiere nicht deine Stärke? Bei so einer Größe leidet der Geschmack. Denkst du jetzt etwa ans Kochen? Jetzt könnt ihr, damit es schneller geht, entweder zurück zum Regalia auswählen oder einfach hinlaufen. Das werde ich machen. Wie ihr gesehen habt, mit dem Großschwert super einfach. Ich habe einige Versuche gehabt mit dem normalen Schwert und da hat es nicht so gut funktioniert. Eventuell könnt ihr auch noch Zauber ausrüsten, die machen auch extrem viel Schaden. Weiß jetzt allerdings nicht, gegen was die Krebse wirklich anfällig sind. Ihr könnt es gerne testen und es in den Kommentaren schreiben. Vielleicht hilft dir jemand damit. Würde mich sehr freuen. Ich gehe jetzt noch die Mission abgeben. Willkommen am Galdin Kai. Willkommen zurück. Ich war übrigens Stufe 9. Der Jagdauftrag war für Stufe 11. Nur so als Info nebenbei. Ja. Auftrag erledigt. Wie vorhin erwähnt, falls geholfen, gerne Daumen hoch und oder abonnieren. Ich für meinen Teil hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.